Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht mit Tennisware aus Europe. Heute werfen wir einen Blick auf den brandneuen Head Extreme Tour und vergleichen ihn etwas mit dem Head Extreme MP. Extreme steht bei Head für Spin und wurde nun mit der Graphene 360 Plus Technologie aktualisiert und sorgt dadurch für ein noch ansprechenderes Gefühl beim Ballkontakt. Diese Serie bietet eine Menge Power und Spin und ist darüber hinaus auch relativ armschonend für diese Schlägerkategorie. Das MP-Modell liefert eine hervorragende Performance mit einer Kopfgröße von 645 Quadratzentimeter und einem Gewicht von 300 Gramm. Der brandneue Extreme Tour bietet ein höheres Maß an Kontrolle dank einer kleineren Schlägerfläche, einem dünneren Rahmen und einem Gewicht von 305 Gramm, jeweils ohne Beseitung. Mit einem Seitenbild von 16×19 sind beide Schläger wie gemacht für fortgeschrittene Spieler, die ordentlich Tempo und Spin auf den Ball übertragen möchten. Als Head uns vor knapp 9 Monaten die Pläne zu der neuen Head Extreme Serie vorgestellt, habe ich mich sehr gefreut über den neuen Head Extreme Tour. Ich bin ein Fan von Schlägern mit so einem 98er Kopf, mit einem ähnlichen Balancepunkt wie diesem und spiele momentan immer noch den Radical Pro. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt, den neuen Head Extreme Tour zu testen in den letzten Wochen. Verglichen mit den anderen Schlägern aus der Head Extreme Serie hat dieser Schläger deutlich mehr Kontrolle, dafür etwas weniger Power und etwas weniger Spin. Von der Grundlinie muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit dem Schläger. Ich hatte viel Kontrolle, hatte ein gutes Maß an Power und auch an Spin. Für mein Spiel könnte es etwas mehr Power sein. Spin war fein, muss ich sagen, insbesondere wenn man mit dem Schlägerkopf echt über den Ball drüber schwingt und den Ball beschleunigt, war es echt ein gutes Maß an Spin. Ein anderer Punkt an diesem Schläger, der mir sehr gefallen hat, ist die Manövrierbarkeit. Es ist wirklich sehr einfach, diesen Schläger zu schwingen, in die richtige Position zu bringen, ob bei tiefen Bällen, bei denen man unter Druck ist, im Halbfeld oder insbesondere auch vorne am Netz. Alles in allem muss ich sagen, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Schläger zu testen. Ich würde sagen, es ist eher so ein Mittelding zwischen einem Radical und zwischen den Eigenschaften, die man normalerweise von einem Head Extreme erwarten würde. Und ich würde ihn empfehlen für fortgeschrittene Spieler, Junioren, Juniorinnen, die schon ordentlichen Schwung haben und Kontrolle einerseits suchen, aber auch Spin und Power in einem ordentlichen Maß dabei. Verglichen mit dem Head Extreme MP hat der Head Extreme Tour deutlich weniger Spin, deutlich weniger Power, aber dafür viel, viel mehr Kontrolle und ist auch einfacher in die Position zu bringen bzw. zu schwingen. Gut, bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzugeben an Annalena. Annalena hat den Schläger mit mir in den letzten Wochen intensiv getestet. Annalena, wie fandest du den neuen Head Extreme MP? Ja, danke Jaco. Ich habe den Schläger mehr als 4 Stunden intensiv auf dem Platz getestet. Der Schlägerkopf bei dem MP ist etwas schwerer, dadurch hatte ich viel Power und auch viel Spin. Ich konnte konstant lange Bälle spielen und das Durchschwingen war auch gar kein Problem mit dem Schläger. Das hat er eigentlich für sich allein gemacht. Gerade auch bei glatten Aufschlägen hatte ich eben viel Power mit dem Schläger und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einen aggressiven Slice zu spielen. Einziger Nachteil mit dem Schläger, ich hatte das Gefühl, der Schläger verzeiht einem nichts. Und dadurch, dass der Schläger einem viel Power gibt, habe ich oftmals überpowert. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Kontrolle mit dem Schläger bzw. wenig Kontrolle. Ja, gleichzeitig habe ich eben auch den Extreme Tour getestet. Mit dem Extreme Tour hat man auch Power und Spin, nicht so viel wie mit dem MP, aber auch ausreichend. Ja, im Vergleich zu dem MP hatte ich mit dem Tour super viel Kontrolle. Ich konnte die Bälle wirklich sehr präzise spielen. Auch in der Defensive habe ich das als großen Vorteil angesehen, da der Schläger einen wirklich unterstützt. Der Tour hat für mich eine gute Mischung aus Power, Spin und Kontrolle und ist super geeignet für mein Spiel, da ich einen Schläger brauche, der mir eben Kontrolle gibt und nicht noch mehr Power. Einziger Nachteil, der Tour war mit den 305 Gramm etwas zu schwer für mich. Das heißt, mein Arm wurde ziemlich schnell müde. Aber großer Pluspunkt für beide Schläger ist für mich definitiv das Aussehen. Ich finde, das Design ist super gelungen. Auch Valerie hat den Extreme Tour getestet. Ja, Valerie, was ist dein Feedback zu dem Tour? Genau, danke Annalena. Ich habe auch den Head Extreme Tour getestet, bin aber bei einem Schläger geblieben, da ich verletzungsbedingt nicht 2 Schläger testen konnte und habe mich dann von Anfang an für den Head Extreme Tour entschieden, da der gut in der Hand lag, etwas kopflastiger ist als den Schläger, den ich normalerweise spiele, einen Babola Pure Aero. Und auch das erste Mal, als ich dann auf dem Platz stand und Bälle geschlagen habe, war ich total zufrieden mit dem Schläger. Der liegt super gut in der Hand, ist einfach zu spielen. Man hat eine richtig gute Kontrolle. Das hat mir echt gut gefallen, da ich ein Spieler bin, der doch eher aggressiv spielt und mit viel Power. Und ab und zu, wenn ich dann Schläge habe, die mir zu viel Power geben, verliere ich einfach die Kontrolle. Und ich fand, diese Balance zwischen Power und Kontrolle war einfach super bei diesem Schläger. Und was Jaco ja auch gesagt hat, steht die Extreme-Serie für Spin
Und das fand ich auch richtig gut bei dem Schläger. Jedoch bei den kurzen Bällen, bei Winkelbällen, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Da hätte ich mir noch mehr Spin gewünscht. Beim Slice, den ich sehr viel spiele auf der Rückhand, war ich auch zufrieden. Ich habe echt richtig gutes Gefühl gehabt. Der Ball ist schön flach und lang gekommen. Das hat mir gut gefallen. Und auch bei Volleys, fand ich, ist der Schläger sehr, sehr stabil. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist beim Ausschlag. Da der Schläger einem so viel Kontrolle gibt, aber auch diese Power, kann man sehr gut einfache Punkte mit dem Ausschlag gewinnen. So, zusammenfassend würde ich sagen, dass der Head Extreme Tour ein super Schläger ist für aggressive Grundlinienspieler, die viel Power in die Schläge reinbringen wollen, aber trotzdem noch Kontrolle brauchen. Und für mehr Informationen über diesen Schläger oder weitere Headschläger findet ihr auf tenniswarehouseeurope.com.